Grüß euch, ich bin der Reisinger Peter, Schmiedemeister seit 20 Jahren. Meine Familie ist seit 1646 im Schmiedehandwerk tätig. Und ich fertige für die Firma Angele hochwertige Schmiedewerkzeuge, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Das sind unsere Vierkanttorne im geradeverläufigen oder parallelverläufigen Anwendung und da haben wir die diagonale Anwendung. Unsere Torne sind aus Warmarbeitsstahl geschmiedet, geschliffen. Diese Nenngröße ist immer angegeben. Wir haben immer um einen Millimeter mehr Aufmaß, damit man ein bisschen Luft hat nachher beim Zusammenstellen der gelochten Elemente. Und der Diagonaltorn ist eben auf 45 Grad verdreht ausgeschmiedet. Somit dringt man bei der vorgespalteten Lochung ein und es führt sich automatisch. Man hat nicht das Problem, dass sich der Vierkant verdreht und man verschiedene Stäbe mit verschiedenen Lochungen hat und Probleme hat bei der Zusammenstellung. Diese Torne sind nach dem Verwenden natürlich immer wieder zu kühlen. Ich empfehle da das Flutsch vom Angele. Das ergibt mit der Zeit einen super Graphitbelag auf dem Torn und der rutscht direkt rein und man braucht sehr wenig Kraft, um das durchzutreiben. Die Torne sind nicht gehärtet und naturbelassen. Was wichtig ist, wenn man sie viel verwendet und man schlägt sehr oft hinten drauf, wird es mit der Zeit brüchig. Man sollte da Schutzbrillen tragen, damit man sich nicht verletzt.